Liebe Gemeinde, willkommen zu dieser ersten neuen Aufnahme hier in Göttingen in meinem neuen Wohnsitz. Ich hoffe, ihr könnt es nicht hören, aber die Wohnung ist noch relativ kärglich eingerichtet, so dass ich eigentlich nur als Gesprächspartner nur mein Echo habe. Und ich bitte schon mal vorab zu verzeihen, wenn ich hin und wieder hüsteln oder mich muten muss, um was zu trinken. Ich bin willkürlich erkältet. Nun, da ich dieses sinnlose Gebrabbel fortgesetzt habe, können wir weitermachen mit dem, womit wir aufgehört haben. Doch dieses Flimmern ist natürlich immer noch da. Ich habe keine Ahnung warum. Windows 10 Problem. Große Opfer Teil 1. Wir geben nicht auf. Wir gehen keine neue Map an, ehe wir diese nicht geschafft haben. Karte starten. Wir probieren diesmal was anderes, oder das, was wir beim ersten Mal versucht haben, wir probieren diesmal einfach die ganze Stadt zu halten. Also alles, was hinter den Mauern liegt. Was außerhalb der Mauern ist, kann uns scheißegal sein. Ja, das kann uns... Nein, wir können den Prolog nicht überspringen. Ihr könnt ihr vielleicht auch hören, ich habe eine neue Tastatur hier. Die ist wunderbar, die leuchtet so schön. Da konnte ich uns schon einstellen, dass meine WASD-Tasten in grün leuchten, die Pfeiltasten in rot, F12 auch in rot aus Gründen. Die Plus-Taste, mit der ich meine Aufnahmen starte, ist auch in Rot. Die Zahlentasten, die oben sind, die sind in einem Türkis. Und alle anderen Tasten sind in einem schönen Blau. Das ist doch schön, nicht wahr? Das kann ich dann immer schon einstellen. Dann habe ich hier so eine schöne Tastatur. Da kann ich hier auch so auf einen Knopf drücken. Damit sieht man, kann ich hier die Helligkeit einstellen. Das könnt ihr alles gar nicht sehen. Vielleicht zeige ich das ja irgendwann mal. So, dann kann ich hier, wenn ich dann in diesem Rad drehe, kann ich bei mir den Sound leiser und lauter stellen. Das ist eine super Tastatur. Und sie hängt am Kabel, dementsprechend wird die nicht so schnell leer gehen. Ich hatte mich manchmal bei GTA das Problem, so dass wenn ich einfach GTA spiele, die Tastatur manchmal mit ihren Batterien ein bisschen lahm geworden ist und nun ja. Das war ungünstig. Gerade in Rennen. Nicht, dass ich meine Inkompetenz in Rennen auf die Tastatur schieben könnte. Stimmt ja, wir haben ja ein paar Truppen zur Verfügung direkt am Anfang. Gut, ich habe nämlich jetzt, ich habe eine grobe Idee, wie wir das jetzt tatsächlich angehen könnten. Dafür müssten wir sehr schnell sein. Schade, dass es hier kein... Ups. Schade, dass es hier keine Möglichkeit gibt, die Zeit zu verlangsamen. Das wäre nämlich sehr viel wert. Und Eric wäre auch super gewesen. Und Drake sogar ausnahmsweise auch. So, zuerst einmal. 1, 2, 3... Mist. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Gruppe 0. Geht hier hin. Jupp. Zahltag. 1, 2, 3, 4. Oh, das sind jetzt 5. Egal. Hier. So. Gruppe 9. Geht hier hin. Nichts lieber als das. 1, 2, 3. Gruppe 8. Geht dahin. Na, verfügbare Truppen. Wir schicken schon mal diese Truppe hier. Hierfür benötigen wir. Wie, wir sind pleite? Was? Das kann gar nicht sein. Ich kenne das Wort gar nicht. Ihr so. Ihr alle. Geht erstmal nach hier unten. Ja, Herr. Ihr. Hierhin. Der Plan ist nämlich, dass wenn wir genug Ressourcen haben, wir können ja auch keine Steuern einstellen. Welche Stümperhaftigkeit ist dies? Ah, kostet alles Geld. Aber hier, Mauerhandwerk, habt ihr erwähnt, sollte ich machen. Habt ihr recht, mache ich auch. So, die drei schicken wir erstmal nach hierhin. Ja. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wann kommt das Geld? Wir brauchen das Geld. Das kann so, Gruppe 0. Nicht lange rumstehen. Ich stehe ja bei dem Tor hier. Nicht lange rumstehen, alles direkt zu pflastern mit Türen. Aber gern. Natürlich. Ich glaube, das Problem, das wir letztes Mal gehabt hatten, es hätte jetzt fast geklappt. Also wenn wir ein bisschen hartnäckiger gewesen wären, hätten wir es noch geschafft. Oh scheiße, die kommen jetzt aus der Richtung. Zum Glück sind die Schwerträger schon da. Wir pflastern hier einfach alles zu jetzt. Aber gern. Ja, verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ihr braucht mehr Steine. Jetzt gehen uns die Ressourcen direkt aus.
Ausbau nicht verfügbar. Das ist doch echt gemein. Das ist gemein. Gut, dann müssen wir dann reißen wir ein paar Sachen ab, die wir nicht brauchen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig. Kommt. Baut weiter. Nach Zahltag ist gewesen, heißt, wir können jetzt der Truppen ausheben. Ich habe damit nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Richtung. Eisen fehlt. Krieg meine Jungs und ich heute Abend frei. Euer Dorf wird angegriffen. Das muss reichen. Hierhin. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das heißt, die vorderen Türme, würde ich sagen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuld zu schieben. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall Türme bauen, denn wenn die Söldner uns vollkommen überraschend in den Rücken fallen, sollten wir in der Lage sein, Stand zu halten. So, was haben wir hier? Hier können wir erstmal den ganzen Scheiß loswerden. Denn diese Region brauchen wir nun wirklich nicht. Das ist tragisch für dich, aber mir scheißegal. Die Stelle. Komm, tschüss. Wir brauchen keine Kavallerie. Was wir brauchen, ist die Möglichkeit, hier standzuhalten. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... So, einfach alles zupflastern mit Türmen und hoffen, dass wir stark genug sind. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Einige Siedler haben keinen und Platz. Nein. Es gibt hier Idioten. Genug zu essen. Ja, die haben offenbar eine Basis hier. Sehr krass. Oh, da geht das Eisenberg weg gleich. Und dann haben wir den. Wir brauchen dieser Holz. Ohr gehauen und der. Dachchef. Zahltag. Hier können wir erstmal zu Kanonentürmen bauen. Steine haben wir erstmal genug, hoffe ich. So, ihr könnt dann gleich Holz abbauen gehen. So, Schützen. Gebt acht. Euer Schützen! Angegriffen. Hier. Wie ihr wünscht. Ausbau fertig. Ist in einem. Vielleicht kommen die Söldner ja gar nicht mal, wenn wir den Bürgermeister einfach nicht anquatschen. Finde ich lustig. So, wir bilden jetzt mal so viele Schützen aus, wie uns möglich ist. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? So, ihr seid fertig, ihr geht Holz hacken hier in der Nähe. Wir brauchen das Stuff, den Stuff. So, und ihr geht auch Holz hacken. Mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Holzgefällt. Euer Dorf wird angegriffen. Ah, da geht das Stadtzentrum gleich hin, das ist ein Problem. Ihr habt nicht genügend Eisen. Gut, das ist problematisch, dann müssen wir damit irgendwie klarkommen. Wir schicken die hier schon mal das hier hin. Und die hier teilen wir wohl auf. Wir schicken... Ja, Herr. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Machen wir das? Gern. Hierhin. Wir erledigen das. Hierhin. Ja. Und hierhin. In Ordnung. Euer Dorf wird angegriffen. Wir kriegen langsam wieder Holz rein. Da müssen wir dieses Tor auch verstärken, denn hier haben wir wirklich viel zu wenig. Ja, eigentlich hätte ich gar keine Speerträger haben wollen. Ich hätte lieber so Schwertkämpfer gehabt, um die Gegner halt auf Entfernung zu halten. Sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Das kann uns ziemlich egal sein. Wir brauchen die Ressourcen. Fertig, Meister. Das Eisenberg hält noch eine Weile. Mit da fertig, habt ihr gesagt? Kommt ja hier nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, Holz hacken. Das Gebäude einstürzt. Ab jetzt müssen wir uns wirklich auf Türme verlassen, denn wir können... Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Bleibt hinter den Toren. Bleibt unbedingt hinter den Toren. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Sieht's ja aus. Und der... Dachchef, euer Dorf steht unter Beschuss. Wie lange müssen... Ach, die Zeit läuft ja noch gar nicht, weil wir noch nicht mit dem Bürgermeister gequatscht haben. Oh. Wie? Nun, das ist tragisch.
Es gibt einen neuen Ausbau fertig. Okay, wir schicken Pilgrim mal nach hier unten hin. Da ist er nämlich nützlich. Ari kann da hinten aushelfen, weil wir da nur Schwerträger als Unterstützung haben. Andererseits sollte Ari vielleicht lieber auf die Richtung gehen, wo wir überhaupt keine Nahkämpfer stehen haben. Ja. So, die Türme halten die Gegner auch ein bisschen da hinten auf. Ist wichtig, dass wir halt ein bisschen Pufferzone haben. Euer Dorf wird angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Also hier haben wir wirklich einen Mangel an Türmen, also an ausgebauten Türmen, aber gut. Dann geht ja auch Holz hacken und dann wird das schon werden. Ja. Pilgrim darf inzwischen ja einfach anfangen, Kanonen aufzustellen, damit wir ja wirklich sehr sicher stehen. So sicher, wie es irgend möglich ist. Zahltag. Hier, wir brauchen hier noch einen Turm, denke ich. Wir stehen noch nicht ansatzweise sicher genug hier. Yep. Wir können ja inzwischen andere Gebäude abreißen, die wir nicht brauchen. Hier oben brauchen wir keine Türme. Wir brauchen hier oben auch weder Wohnhäuser noch Bauernhöfe, also könnt ihr euch verziehen. Die Kaserne könnten wir noch gebrauchen, vielleicht. Vielleicht. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, das ist mir vollkommen gleichgültig. Ich hasse meine Bevölkerung. Die Statuen, ganz ehrlich. Ich weiß, natürlich sinkt die Motivation, aber ganz ehrlich. Wir müssen Prioritäten setzen und diese Prioritäten liegen gerade nicht bei der Motivation unserer Arbeiter. Sondern dabei, dass die Tore gehalten werden um jeden Preis. Eure Bauernhöfe produzieren. Und dafür sind diese Türme hier auch sehr unnützlich, denn die schützen nicht mal dann, wenn wir uns hier hinten einbauen müssen. Wird erledigt. So, hier und hier. Auf der anderen Seite haben wir immer noch zu wenig Türme ausgebaut, fällt mir gerade ein. Ausbau abgeschlossen. So, jetzt halten wir uns schon 3 Minuten. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, ohne jedes Problem. Ah, und wir haben schon... Ach, Mist, wir haben jetzt ein paar Minuten verschwendet. Aber gut, wenn wir das jetzt standhalten können, dann wäre es sehr angenehm. Ausbau fertig. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Zahltag. So, wie sehen unsere Türme hier auf? Müssen wir was reparieren? Repariert mal. Und steht nie zu nah beim Gegner. So, wie sehen unsere Türme hier aus? Da kommt es ja noch ganz gut. Wir wollen mehr Kanonen. Uns gehen jetzt die Steine aus. Ihr werdet angegriffen. Ja, ihr stellt euch lieber hier so hin. Wir erledigen das. Alter! Ja, gut, dass wir hier schon die Türme ausgebaut haben bisher. Fertig. Geht hier hinten Holz hacken, wir bauen das Zeug. Haben wir den Alten übers Ohr gehauen und diese Eisenmine lassen die einfach in Ruhe, von mir aus. Genau, kratzt dann eben die an. Jetzt kommen die gleich hier hin. Die Nahkämpfer brauchen wir halt dafür, dass die halt die Gegner nicht, dass die Gegner nicht nach draußen verfolgen, sondern wirklich hinter dem Tor stehen bleiben und ausharren. Das Gebäude ist ausgebaut. So, können wir irgendwas Nutzloses abreißen? Was wirklich nutzlos ist. Die Kanonengießerei ist ziemlich nutzlos, aber die gibt uns nicht so viel wieder. Das können wir also... Schießpulver. Ich weiß nicht, ob das auf Kanonentürme gilt, aber wir nehmen es mal mit. Genossen, die Dorfzentren abreißen. Die sind nutzlos. Die Hochschule ist ziemlich nutzlos. Wir haben alle Technologien da drin, also tschüss. Scheiß auf Bildung. Ich würde hier arbeiten, wenn ich könnte. Aber ich habe keinen Arbeitsplatz. Ich würde hier arbeiten, wenn ich könnte. Hier lässt es sich gut leben. Ich würde hier arbeiten, wenn ich könnte.
ich könnte. Wenn es hier vorangeht. Ich weiß, das kostet uns Steuereinnahmen, aber Geld ist gerade nicht unser größtes Problem. Es gibt nicht genug zu essen. Unser größtes Problem ist Überleben. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen Geld und Überleben, ist Geld selten die bessere Option. Selten. Ich sage nicht immer, denn man kann nie wissen. Okay. Puh, haben wir auch gerade gerettet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Der Feind attackiert eure Siedler. Gut, bisher nicht schlecht, aber noch nicht gut. Denn die kommen ja bestimmt gleich wieder angewalzt und wollen uns dann wegmachen und das wollen wir nicht. Natürlich. Achtung mit der Kanone jetzt! Ausbau vollbracht. Das Problem ist, dass wir nicht so viele Soldaten haben können. Dafür haben wir dann haben wir irgendwie genug Ressourcen, um uns wirklich gut einmauern zu können. Und weil wir diesen Ausbau nicht machen dürfen, ist natürlich auch sehr tragisch. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt... Vielleicht haben wir auch Glück und die Söldner sind diesmal verbacken und greifen uns einfach nicht an. Euer Dorf wird angegriffen. Es gibt nicht genug zu essen. Wir müssen so lange Puffer eben aufrechterhalten, wie möglich ist. Dieser Turm ist schon ganz nützlich. Dieses Bergwerk lassen wir jetzt gerade so lange in Ruhe, also lassen wir die so lange weiterarbeiten, damit wir das Eisen kassieren. Ihr könnt weiter Holz hacken gehen. Es bringt noch nichts, hier Truppenbasen aufzubauen, simplerweise, weil wir noch keine Truppen rekrutieren können. Da ist es besser, dass wir unsere Verteidigungsmaßnahmen verstärken. Die Türme können alle noch, aber hier brauchen wir einen neuen, würde ich sagen. Zahltag. Hier ist super. Wird erledigt. Hier sind die Türme bisher ganz gut mit dabei. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Haben wir irgendwo Steinhäufchen eigentlich? Hier haben wir Eisenhäufchen. Nicht das Nützlichste, aber es gibt Schlimmeres. Wir müssen auf jeden Fall unsere Leibeigenen am Leben halten. Das ist das Wichtigste, was wir machen können. Und die Leibeigenen können wir unsere Türme nicht warten. Und zurück. Geht hier hinten Holz hacken. Nichts lieber als das. Kommt, ich und so. Oh, seht ihr. Fertig. Gebt Acht, euer Dorf wird hier. Reparieren. Jetzt. Das Gebäude ist ausgebaut. Was? Du bist so dumm! So exorbitant dumm. Schnell. Wird gemacht. Türme, wie sehen die aus? Ganz gut. Egal. Schnell, rettet Ari und dann geht ihr sofort wieder rein. Das Gebäude ist nun ausgebaut.